Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu diesem Let's Play von Life in the Woods. Und mein Name ist Smeagol, wie jedes Mal. Und wir stehen hier in unserem, naja, Dark Side of the Moon Keller. Und, ich habe letztes Mal schon referiert darüber, wie wir es machen werden und ich mache jetzt nahtlos hier an dieser Stelle weiter, damit wir vorankommen, ne? Also damit wir weiterkommen, ne? Ansonsten bei mir jetzt gerade, wo ich diese Folge aufnehme, ist es Osterwochenende. Ich hoffe, ihr habt, ne, Öster versteckt, ne? Wenn die Folge läuft, wird wahrscheinlich Ostern, dann wird es schon Dienstag, glaube ich, sein. Und, oder Montag, Ostermontag vielleicht. Ja gut, dann gilt's ja noch, ne? Dann wünsche ich, also ich wünsche euch auf jeden Fall im Nachhinein jetzt, ne? Also das ist bei mir ja immer so ein bisschen verzögert, weil ich nehme immer so eine ganze Session auf und, also jeden Tag mich hinzusetzen und dann irgendwie, ne, das ist technisch nicht möglich und nehme dann immer ein paar Folgen auf und ich denke, das dürfte bekannt sein und ja, also, ich wünsche euch auf jeden Fall im Nachhinein jetzt nochmal alles Gute zu Ostern und ich hoffe, dass ihr zumindest ein paar ruhige Tage hattet. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere vielleicht weggefahren ist oder auf jeden Fall vielleicht mit der Familie, vielleicht auch ohne Familie, das ja, je nachdem wie es gelaufen ist. Bisschen kitschig jetzt vielleicht für den einen oder anderen, aber auch an diejenigen, die jetzt vielleicht Ostern nicht so eine schöne Zeit hatten, vielleicht alleine waren, das kann schneller passieren, als man gucken kann und das ist immer eine schlechte Sache. Die Gründe, gibt ja tausend verschiedene Gründe und Möglichkeiten, warum jetzt jemand bei Ostern, also zu Ostern, an Ostern, alleine zu Hause rumhängt. Da gibt es ja verschiedenste Gründe, wie gesagt, für und jeder einzelne Grund ist eigentlich für den Arsch. Also es sei denn, jemand muss arbeiten zu Hause vielleicht und sagt, hey, ich muss die Sachen schaffen und bin alleine und lasst mich mal in Ruhe. Ansonsten sind, egal welche Gründe es gibt, dass jemand alleine, sagen wir mal, ist, ist natürlich nicht schön. Muss man mit klarkommen. Also für mich ist es auch gerade nicht wirklich anders. Bin also auch im Moment ein bisschen allein. Nein. Ich wollte einfach damit nur zum Ausdruck bringen, es gibt manchmal Dinge im Leben, die passieren und dann sitzt man alleine und fragt sich den ganzen Tag, hey, warum bin ich hier so alleine und warum ist keiner da, der für mich da ist und all so ein Käse und das macht keinen Spaß und von daher, also auch an alle diejenigen, die da draußen jetzt sitzen und sagen, boah, scheiße und boah, mir geht's so beschissen und ihr seid nicht alleine, es gibt sehr viele Leute, denen es beschissen geht, gerade, ne, wir hatten ja schon mal das Thema so Weihnachten und so, das Fest der Liebe und all dieser Schmock, ich will das jetzt nicht kleinreden, man sollte die Sachen nur in dem Moment dann einfach nicht so überbewerten, ja, also klar sind das schlimme Zeiten, also wenn man, Weihnachten alleine verbringt, das ist immer eine, relativ üble Sache und eine üble Sache ist auch Dunkelheit, die werden wir jetzt mal eben kurz abstellen, ja, genau, das machen wir, alleine sein ist immer übel und, egal, ob man jetzt gewählt hat, alleine zu sein, also gesagt hat, Mensch, ich möchte im Moment niemanden sehen, oder man wird alleine gelassen, macht eigentlich keinen Unterschied und ist beides total ätzend. Ja? Und er war auch ziemlich ätzend. Ich hoffe, hier sind jetzt keine Creeper. Ich habe immer noch so ein bisschen Angst vor diesen Creepern, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ne? Also ich bin, die war voll, ne? Ja. Ich bin da irgendwie, ne, immer in Furcht
vor diesen Viechern, die mir hier die Hütte auseinandernehmen, gegebenenfalls. Und ja, stehe ich nicht wirklich drauf. Wer steht schon drauf? Nee, Kies nicht. Den Kies, Bla, Sandstein, Marmor. Wir könnten auch mal die ganzen Dinger hier. Sowas, das. Ja. Erde, Dings da. Das können wir auch mal... Nein, das soll nicht da rein. Die brauchen wir im Moment eigentlich auch nicht, ne? Die können wir mal hier rauspacken und diese komischen Dinger waren, glaube ich, hier, ne? Ja, 62 haben wir davon. Dann tun wir den mal dahin. Diese tauschen wir durch und mampfen mal eine Runde. Ein paar leckere Kartoffelchen. Genau. So, und jetzt bringen wir unseren Kies weg. Ja, wie gesagt, lasst euch davon nicht runterziehen, lasst euch nicht fertig machen. Es kommen auch wieder andere Zeiten. Ich weiß, das ist jetzt so ein bisschen so eine hohle Floskel irgendwie. Aber letztendlich bringt sowieso nichts. Also da zu sitzen und Trübsal zu blasen, bringt nichts. Weiß auch jeder, der in der Situation steckt. Das ist mal klar. Brauchen wir eigentlich auch nicht. Und es ist klar eine hohle Floskel. Also ich bin da ganz offen und ehrlich. Also klar, ich floskel hier eine Runde rum. Ja, und nur letztendlich, wenn keiner was sagt, ja, also wenn kein Mensch da ist, der sagt, hey, lass den Kopf nicht hängen oder so, ja, auch wenn ich jetzt vielleicht, ich bin ja ein Fremder, ne? Also für die meisten von euch zumindest. ja, es ist immer schwierig, so Zeiten alleine zu verbringen. Und ja, ich hoffe, dass ich vielleicht dem einen oder anderen da ein bisschen, ne, also, ja, es geht anderen Leuten auch so und lasst den Kopf nicht hängen, wie gesagt, lasst euch nicht unterkriegen, man muss immer nach vorne gucken, Mensch, ich rede schon wie so ein Priester, nein, ich will dich nicht, Penner, stirb einfach, Penner, noch einer, nein, wir müssen hier Fackeln aufstellen, damit die hier nicht spawnen. Ja, lasst euch nicht unterkriegen. Es ist alles, ne, wie sagt man so schön, es wird alles so halb so warm gegessen, wie es gekocht wird. Und in dem Fall, klar, blöder Spruch, aber man muss ja irgendwas sagen. Ne? Man muss sich ja irgendwo festhalten. Gut, okay. Das Thema Schränke. Ne? Also wir werden hier unten in diesem Bereich auf jeden Fall dann Schränke einbauen, die mit diesen Schablonen da erweitert sind, sodass wir hier eine Menge Zeug hinkriegen. Und wir werden hier, Moment, ich mache das mal eben klar, mal eben gucken, wie hoch wir hier überhaupt gehen. Das wäre jetzt noch die Frage. Moment, ich guck mal eben hier was. Moment. So. Die machen wir mal weg hier, die beiden rein. Also diese Klötzchen hier, die einzelnen. So. Dann gehen wir mal hier hoch. So, und jetzt weiß ich gar nicht, wie hoch müssen wir hier eigentlich. So, da ist praktisch die... Was ist denn das? Ist das die Decke? Oh, da haben wir aber noch einiges vor uns, ne? Wenn wir hier die Decke machen, die würde ich auch gerne in Sandsteinoptik halten. Das heißt aber, wir müssten hier noch jede Menge rausbauen. Huh. Boah, ey, das wird ja ein Ding hier, ne? Das wird boah, noch tierisch viel Arbeit. Haben wir oben eigentlich eine Einerdecke gemacht oder eine Zweier? Das würde mich jetzt noch interessieren, weil da bin ich mir jetzt gar nicht drüber im Klaren. Wir gehen mal eben gucken. Wir haben eine Einerdecke gemacht, ne? Genau, eine Einer. Also das, was ich unten sehe, ist praktisch hier diese Grundfläche. Um Sachen in Boden einbauen zu können, würde ich da gerne noch eine drunter klatschen. Alter, na, wir haben noch was vor hier. Wer hat denn hier mit diesem Mist eigentlich angefangen, sag mal? Wer hatte die Idee zu diesem phänomenal riesig zu großen Projekt hier eigentlich? Verdammte Hacke nochmal.
Okay, und hier sind wir natürlich genau am Arsch. Da können wir den abbauen mit Hüpfen? Nein, können wir natürlich nicht. Aber wir können den vielleicht hier abbauen. So, das geht. Okay, wir machen jetzt hier einfach mal weiter und dann überlegen wir nachher. Ich würde, wie gesagt, gerne eine zweite Decke sozusagen einziehen. Also noch eine Lage. Boah, ist das ätzend. Das ist so hoch, ne? Aber gut, dann sind es nur noch 2, 4, 6 Klötze bis da. Wenn wir Redstone irgendwie in den Boden einbauen wollen, also irgendwelche leuchtenden Sachen oder sonst irgendwas, ne, haben wir natürlich ein weiteres Problem. Dann müssten wir 3. Aber 5 Höhe, ne, für einen Raum reicht doch eigentlich, oder? Hä? Ach man, ich bin wieder so unentschlossen gerade. Und weiß nicht genau, wie hoch und wie tief. Und ja, wir werden das gleich testen. Komm, wir testen jetzt einfach mal gleich. Ist das viel Arbeit hier. Ich sollte mir vielleicht eine Zwischendecke einziehen, oder? Dass wir hier nicht... Boah, wir sind hier ewig beschäftigt. Leute. Ich glaube, da müssen wir jetzt auch mit aufhören hier, ne? Oder? Wollen wir die ganzen Folgen, die nächsten 5 bis 6 Folgen, 8 Folgen damit verbringen? Nein, ne? Das machen wir nicht. Komm, wir bauen jetzt hier mal noch eine Reihe ab. Diese Schicht hier. Und wir brauchen massig Holz, ne? Wollte ich nur mal erwähnt haben. Um hier dieses Ding... Naja. Oh Mann, alter Schwede, ne? Okay, wir machen jetzt hier eine Grundfläche rein. Ich glaube, das ist schon eine gute Idee, was ich hier gerade mache. Also ich glaube, wir machen jetzt hier mal eine Grundfläche rein, gucken mal ungefähr, wie weit wir hier von unserer Treppe eigentlich uns wegbewegen müssten oder so. Und ich hole nochmal ein bisschen Holz ran. Das heißt, wir gehen mal hinten in unsere Plantage. Plantage. Und, sehr gut. Plantage. Ui! Okay, wir gehen nochmal von hier rein. So, und dann haben wir hier... Das war's auch schon. Naja, gut. Viel Holz ist anders, aber wir haben zumindest welches. Komm. Also diese Begrenzung mit 9 Blöcken drüber ist, glaube ich, perfekt, weil diese Bäume hier sind, ja, schon mal alle relativ cool, ne? Also die haben eine gute Höhe, das sind immer 5 oder so Blöcke, die wir hier abbauen können, oder 6. Das passt ja schon mal dann. So. Und dann setzen wir gleich neue Saplings. Die waren jetzt nicht so viele, das waren nur 3 Stück, glaube ich, ne, oder? Naja, gut, können wir ja nicht ändern. Wir sammeln gleich mal hier so ein paar Saplings ein. Äpfelchen ist auch gut. So, und dann setzen wir die gleich mal neu, weil dann können die direkt hier wieder nachwachsen. Da muss einer hin, dann muss hier einer hin, da... Da, hier, da und
da hinten liegt. Noch einer, sehr schön, gut, machen wir es so. Wir gehen rein zum Pennen. Tür zu und wir gehen unten pennen, komm. Wir haben ja überall Betten abgestellt und von daher machen wir, nehmen wir dieses. So, leichte Pianoklänge zum Einschlafen. Da hinten ist wieder unser Gang. Ne? Also ich gehe nochmal eben rein. Also wir können ja mal gucken. Ne? Also hier ist fehlt Glas und es ist einfach noch nicht. Oh Gott, wir haben noch so viel vor und wenn ich da reingehe, habe ich schon keinen Bock mehr. Also grundsätzlich schon. Also ich habe da schon Bock drauf, aber es ist wirklich boah, ne? So viel Arbeit. Und wenn man dann endlich mal angefangen hat mit diesem Bauen. Also dieser Bauprozess ist dann doch echt, boah, das, ne? So, wieder hier ein paar Fackeln setzen, dann können wir die unten nämlich abbauen. Genau, so machen wir das. Bam. Hallo? Nicht leuchten, sondern in meine Tasche. So. So. Jetzt wäre die Frage, ne? Also, pass uns auf. Wir kommen hier runter. Jetzt hätten wir hier die Möglichkeit, irgendwie so Nischen reinzubauen und dahinter noch eine Verkleidung, damit wir, ne, und so weiter. Heißt, wir müssten hier noch eine Wand einziehen, ja, die das Ganze verkleidet, weil dann könnten wir hier, was weiß ich, Glasblock vorne oder so und, eine Lampe oder wir nehmen hier für diesen Abgang Lampen. Ja, also normale so Lampen halt, also diese Fackeln in Luxus und pumpen die einfach hier so an die Wände, ja, zum Runterlaufen. Aber was ich auch immer schön finde, ist hier ein Glas, dahinter Lampe und dann zu. Das heißt, wir müssten aber hier noch drei raus, also wir hätten eine Wand bis hier. Also bis hier wäre die Wand und das finde ich, boah, ein bisschen übertrieben, oder? Das ist schon, da geht uns echt eine Menge Platz flöten und, wir machen das mit anderen Fackeln, ja, also ich habe jetzt keine Lust hier, ne, das machen wir nicht, weil wir brauchen den Platz, also wir haben zwar Platz genug, aber wir müssen hier ja erstmal ausbauen. Das heißt, ich würde jetzt einfach mal anfangen wollen, fuck it, ich habe so meine Ideen immer im Kopf und, warte mal, Moment, wir haben hier Upgrade, das heißt, Fackel, F-A, Zecke. Was haben wir denn? Fackel mit Schissel. Ja, wenn wir hier solche da dran machen irgendwie oder so. Fackel, Schissel 2. Wie macht man die? Mit dem Schissel einfach draufkloppen oder was? Hä? Fackel und dann wird die mit dem Schissel zu irgendwas. Ach, ist das schwierig. Upgrade, genau, die lassen wir mal da, weil die brauchen wir nämlich. Ja, sonst müssen wir es umbauen. Wir lassen hier Platz genug. Also, bis hier wäre praktisch dann die Abgrenzung. Das wäre Glas, Lampe, Wand. Dann wären wir hier. Dann mindestens 1, 2, 3, 4, 5 frei und dann würde hier praktisch die erste Reihe Regale stehen, ja, wenn ich das richtig habe. Oder? Dann könnten wir das theoretisch nach und nach ausbauen und wir könnten jetzt endlich mal Kisten aufstellen. Ja. Ja, ich glaube, wir machen das mal so. Ne? Ich denke mal, wir fangen jetzt mal an. Jetzt gucke ich erstmal, was haben wir denn für Kisten? Haben wir Kisten hier? Hier haben wir keine Kisten. Haben wir die hier reingetan? Da sind sie. Heißt, wir haben diese Kisten. Ich würde gerne einen Rand haben. Das heißt, die brauchen wir jetzt gerade nicht. Das heißt, ich würde hier bei dieser, dann müssten wir hier aber auch, Moment, da auch sowas bauen. Das heißt, es würde hier drei bis hier also gehen. So. Da können wir sowieso nichts bauen, also geht das nicht. Wir hätten da eine Ecke. Nee, das geht nicht. Die bleibt also so. Das heißt, hier wäre die Wand. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5. Also wäre es hier.
praktisch wäre, sagen wir mal, so die Begrenzung. Hallo? Ja. Moment. So. Wir gehen mal nicht zu hoch am Anfang. Also ich würde jetzt hier einfach mal so eine Begrenzung bauen wollen. Ja? Und daneben würden jetzt diese mega geilen Schubladen kommen, zu stehen kommen. Ne? Also, so. Nein. Gut, heißt, so. So. Drei. Dreierpäckchen. Geil. Finde ich gut. Erstmal für den Anfang gar nicht schlecht. Wir machen jetzt hier einfach mal eine Wand von was auch immer. Ich weiß auch nicht, wie wir die trennen. Ich weiß nicht, was wir hier jetzt hinmachen. Ob wir hier Baumaterialien oder was auch immer hinschleppen. Prinzipiell wäre es ja gar nicht schlecht, wenn wir Baumaterialien hier mal mit Baumaterialien anfangen. Dann könnten wir diese ganze Erde und diesen ganzen anderen Schrott ja, könnten wir mal. Und hier von der Seite praktisch das gleiche nochmal. Ja, also hier an die Seite, dass man so Gänge hat, wo man reinlaufen kann. Und ne, das würde ich jetzt mal so anvisieren wollen. Bis wo gehen wir? Unendlich, oder? Wir machen die einfach weiter. Ich hätte gerne innen drin im Haus. Ja, egal, das können wir sehen. Also ich würde sagen, diese Wand soll jetzt erstmal reichen. Jetzt gucken wir mal, wir haben hier Schablonen. Wir brauchen nämlich Schablonen für jede Menge. Also wollen wir hier mal links, also wir kommen jetzt praktisch hier runter, so, na, hallo, Keller und bla 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 und kommen dann hier rein und haben hier unseren Gang mit Erde erstmal, oder was? Erde. Und so. Können wir die nachher noch weiter ausbauen? Ja, ne? So. 8 Stacks. Wir haben 2x2 Schubfächer. Wir haben Stack Limit 8. Ist natürlich nicht viel, aber 24. So. Wir bauen die jetzt hier hin. So. Jetzt habe ich hier 24 Stack Limit. Das müsste erstmal reichen. Heißt, wir ballern uns jetzt mal diese Kiste rein, ne? Wir ziehen uns mal diese Kiste rein. Moment. Das schaffen wir auf jeden Fall jetzt noch in dieser Folge. Das machen wir jetzt nochmal kurz. Und werden da jetzt erstmal. Was machen wir? Fangen wir mit Erde an oder Sand? Sand? Nee, wir fangen mit Erde an. Und zwar fangen wir mal mit dieser Kackkiste hier an. So, heißt, wir bringen aber erstmal den Mist weg. Okay, dann schaffen wir es diese Folge definitiv nicht. Aber das ist egal, das soll uns nicht weiter stören. Wir machen folgendes. Da ist schwarzer Kram. Den packen wir weg. Wir haben hier oben, da haben wir Erde. Wir haben Holz, das kommt dahin. So, 62, das kann weg. Das kann nach da. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es heißt, lustiges Erdeschleppen mit dem Herrn Smeagol. Da werden wir auf jeden Fall mal ja, eine Menge Zeug bewegen in den Keller. So dass wir zumindest erstmal da auf der Seite eine Kiste haben, wo eine Menge von der Erde reinpasst, damit wir hier so langsam mal in den nächsten 10 Folgen dann unser Lager einfach verändern, nach unten in den Keller, damit es hier ein bisschen aufgeräumter aussieht und so weiter und so weiter. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Tag, wie auch immer, und passt auf euch auf und ja, wir sehen uns. Bis dahin, tschaußen, euer Smeagol.